Das Tierkreiszeichen Löwe. Ob Sie im Lotto gewonnen haben, das erfahren Sie um 21.45 Uhr, wenn die Kugel rollt. Und danach folgen die Tagesschau und das Wort zum Sonntag. In Erinnerung an den am Montag verstorbenen Filmregisseur William Wyler zeigen wir Ihnen um 22.05 Uhr anstelle des Science-Fiction-Films »Das Ding aus einer anderen Welt« den amerikanischen Spielfilm »An einem Tag wie jeder andere« mit Humphrey Bogart, den William Wyler 1955 inszeniert hat. Da dieser Film etwas länger dauert als der ursprünglich vorgesehene, beginnt die Galashow mit Spitzenstars des amerikanischen Showbusiness erst um 23.55 Uhr, also kurz vor Mitternacht. Das Programm endet mit letzten Nachrichten der Tagesschau um 1.25 Uhr. Und nun, meine Damen und Herren, begrüßen Sie und die Zuschauer des österreichischen Fernsehens Elisabeth Tessier und Horst Buchholz zur vierten Astro-Show. Wir wünschen Ihnen, besonders dann, wenn Sie Löwe sind, gute Unterhaltung. Ist das Herz des Tierkreises. Er ist die Mitte des Sommers, die Fülle der Natur. Er ist das Genießen, das Herrschen, das Schöpfen. Er ist das zweite Feuerzeichen nach dem Widder und vor dem Schützen. Der Widder entfacht das Feuer durch seine Energie und der Löwe meistert es durch sein lichtes Bewusstsein. Die Sonne ist nämlich sein Heimatplanet. Er hasst das Finstere und verachtet das Kleinliche. Er ist der Glänzendste, der Prächtigste. Er ist der Sonnenkönig, stolz, großzügig. Der Tradition gemäß ist sein Tag der Sonntag. Seine Farben das Goldgelb und Korallrot. Seine Steine der Bernstein und der Rubin. Sein Metall das Gold. Seine Pflanzen die Palme. Die Sonnenblume natürlich und auch die Geranie. Seine Zahl, die Eins. Eitelkeit ist seine Zier. Er hat immer recht, weiß alles. So denkt er. Von seiner Autorität und seiner Überzeugungskraft sind alle begeistert. Er braucht einen Hofstaat. Über wen kann man strahlen, wenn niemand da ist? In der Liebe ist er die absolute Verkörperung der Leidenschaft. Im Beruf wird er alles dran setzen, um den Löwenanteil zu bekommen. Wenn er Geld hat, ist er großzügig und lebt immer über seine Verhältnisse. Aber auch wenn er arm sein sollte, trägt er es mit königlicher Würde. Wenn Sie jemanden kennen, der sich wundert, dass nicht jeden Tag für ihn ein Fest gefeiert wird, dann ist das bestimmt ein Löwe. Mal sehen, ne? Nun weißt du endlich, wer und was du bist. So, würden seine Majestät jetzt vielleicht mit mir die Treppe runterschreiten? Hm? Pango? Pango, so heißt er nämlich. Na komm, Pango, komm. So. Nein, ja, mein Gott. Wenn ich mir vorstelle, dass ab jetzt mit allen Tierkreiszeichen die Treppe runterlaufen muss, wie das dann mit dem Krebs und dem Skorpion werden soll. Pango, vielen Dank. Ja, jetzt wird sich hier nicht ausgeruht. Jetzt kannst du zu deinem Abendbrot gehen. So, komm, komm raus, Pango. Fabler, kannst dir auch die Show am Fernsehen ansehen und mir hinterher erzählen, wie es dir gefallen hat. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und schönen guten Abend, liebe Zuschauer zu Hause in Deutschland und in Österreich. Seien Sie recht herzlich willkommen zur vierten Astro-Show. Ich habe es natürlich heute Abend mit ganz anderen Löwen zu tun. Nicht mit den biologischen, sondern mit den astrologischen. Aber ich werde nicht allein sein. Nein. Ich habe Hilfe, und zwar
von unserer hübschen und charmanten Star-Astrologin aus Frankreich, Elisabeth Tessier. Und hier ist sie, Elisabeth! Na, schönen guten Abend. Kommen Sie herunter, Sie brauchen keine Angst mehr haben, der Löwe ist weg. Ja, und schon der Zahn war. Da so zahm, glauben Sie nicht. Mir hat das Herz aber ganz schön gekloppt. Ja? Ja. Nein, er sitzt ja schon zu Hause, sicher so wie ich, wenn ich mir Fernsehen anschaue, sitzt vorm Fernseher und frisst Erdnüsse. Erdnüsse? Ja, ja. Naja, aber ich musste ihn wegschicken, denn er durfte natürlich nicht mit den anderen zusammenkommen. Ist doch klar, die anderen Löwen, die wir heute Abend hier haben. Und die sind natürlich schon ganz aufgeregt und warten hinter uns. Die Stars des heutigen Abends, unsere vier Löwenkandidaten. Da sind sie. Kommen Sie bitte herunter. So, bitte stellen Sie sich neben mich auf und kommen doch die Damen bitte in die Mitte, in einer Reihe. Wunderbar. Ich freue mich, zum ersten Mal hat es eine wirkliche Berechtigung, dass unsere Kandidaten immer aus der Sonne schreiten. Denn das ist der Heimatplanet der Löwen. Fabelhaft. So, schönen guten Abend. Geht's gut? Danke. Allen? Ja? Würden Sie sich jetzt bitte unserem Publikum im Studio und natürlich auch den Zuschauern zu Hause vorstellen. Fangen wir bei Ihnen an. Also mein Name ist Marion Eblen, ich bin 18 Jahre alt, ab 19 nächste Woche. Mhm. Bin Schülerin, das heißt fast Studentin, bin auch Verkäuferin und Mannequin. Schülerin, Verkäuferin und Mannequin und Abi, das Abitur schon gemacht oder Nein. kommt noch? Nee, kommt nicht, Handelsschule. Ach, Dolmetscherschule. Dolmetscherschule, okay. Und Sie? Ich bin Barbe Schneider, ich werde am 8.8. 44 Jahre alt und bin die Schlummermutter vom Hotel Löwen in Flaubeuren. Die Schlummermutter? Ja. Okay, bitte Sie. Mein Name ist Peter Burg, ich komme aus Wien, geboren am 6.8. und bin verheiratet und habe einen Hund. Und habe einen Hund. Und beruflich, was machen Sie? Konditorei. Konditorei, ein Konditor. Und Sie bitte? Mein Name ist Klaus Müller. Ich bin noch in den goldenen 20er Jahren bis nächsten Mittwoch. Dann werde ich dann 30. Vom Beruf bin ich Bauingenieur. Meine Absicht war, einen Flughafen zu bauen, aber dies ist leider im Moment nicht mehr möglich. Na, da gibt es doch hier irgendwas in München. Kann ja, man, können Sie sich da beteiligen? Aber ich hoffe, dass die bayerische Justiz auch die göttliche Eingebung bekommt, dass das bald draußen wieder weitergeht. Ach so? Ja. Dann verheiratet bin ich und habe einen Wellensittich. Und der wann? Heißt Vogel. Okay. Und wann geboren? Am 5.8.51. Fein. Alles Löwen. Alles Löwen, wie wir sehen. Und jetzt haben wir Sie ein bisschen kennengelernt. Wir werden Sie natürlich noch viel besser im Laufe unserer Show kennenlernen. Liebe Zuschauer, in der letzten Sendung, am Ende der Sendung, habe ich aus Zeitmangel natürlich, wie so üblich, nur sehr oberflächlich jemanden vorgestellt, der sich um unsere Kandidaten immer kümmert. Und ich möchte das jetzt nachholen und sie Ihnen vorstellen. Hier ist sie, die junge Dame. Sie heißt Ursula. Guten Abend, Ursula. Und sie wird sich auch heute Abend um unsere Kandidaten kümmern, sie betreuen. Also, was macht eine gute Betreuerin jetzt? Darf ich Sie bitten, ich führe Sie zu Ihren Plätzen. Sie führen Sie zu den Plätzen. Nein, Elisabeth, Sie bleiben noch einen Moment hier. Dankeschön, Ursula. Danke sehr. Ja, wir gehen einen Schritt vorwärts und jetzt muss ich Ihnen sagen, es kommt eine Katze gleich zu uns, die ihre Krallen zeigen wird. Sie heißt Alice und ist aus Italien. Sie ist fürchterlich eifersüchtig. Auf wen? Auf unsere Elisabeth. Das freut mich. Ja, wie ist das möglich? Was ist möglich? Ja, wie ist es möglich, dass Sie, waren Sie in der letzten Zeit in Italien vielleicht? Ja, ich bin oft in Italien. Na ja, dann ist es doch kein Wunder. Also, Alice, die Gewinnerin des Schlagerfestivals von Sanremo, singt jetzt rasend vor Eifersucht per Elisa für Bett. Elisa. Bett? Nein, ohne Bett. Ja. Alice. Per lei ti metti in coda per le spese
grande il guaio è che non te ne accorgi. Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi, lei ti lascia e ti riprende come quando vuole lei, riesce solo a farti male. Ti ha preso anche la dignità. Fingere, 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 non sai più fingere. Senza di lei ti manca l'aria. Senza Elisa non esci neanche a prendere il giornale. Con me riesci solo a dire due parole, ma noi un tempo ci amavamo. Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi, lei ti lascia e ti riprende come quando vuole lei, riesce solo a farti male. Ti ha preso anche la dignità. Fingere, 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 non sai più fingere. Senza di lei ti manca l'aria. Ich brenne genauso wie Sie darauf, dass unsere Reise zu den Planeten endlich anfängt. Elisabeth, der erste Planet ist unser schöner Mond. Wie steht es da mit dem Löwen? Was für ein Verhältnis hat er zum Mond? Übrigens steht er heute Abend im Löwen. Wie schön. Der Zufall. Der Mond steht für das Fühlen, das Träumen, für das Streben und für die erste Kindheit. Die Sonne ist, wie wir wissen, der Heimatplanet des Löwen. So liebt der Löwe den Tag und der Mond die Nacht. Der Mond ist das Unbewusste, der Traum. Und der Löwe ist das Bewusstsein und die Realität. Trotzdem auch ein Löwe träumt. Er träumt vom ideellen Ich, weil die Sonne eben das Ego darstellt. Er strebt nach Autorität und Kraft. Er findet sich gut, alle sollen ihn gut finden. Er glaubt an sich, alle sollen an ihn glauben. Er braucht Erfolg, alle sollen ihn bewundern. Er identifiziert sich mit seinem Beruf, mit seiner Funktion. Carl Gustav Jung, der große Schweizer Psychologe, ein Löwe natürlich, hat diese soziale Maske die Persona genannt. Wichtig ist aber nur, dass der Traum nicht unerreichbar ist, denn sonst ermüdet der arme Löwe und verbittert. Und nichts ist Traurigeres als ein verbitterter Löwe. Der Löwe liebt Geselligkeit und Vergnügen und will immer im Zentrum der Aufmerksamkeit sein. Wenn nicht, wird er schon dafür sorgen, dass man von ihm spricht. Der Mond steht also für das Gefühl. Das wahre Lebensgefühl des Löwen wächst aber nur, wenn er kreativ ist und wenn er sich durchsetzen kann. Sei es durch eine große Liebe, ein Werk oder einfach durch seine Kinder. Oh. Ich erlaube mir jetzt einfach mal ein paar Stichworte daraus zu suchen.
Und da heißt es, der Löwe braucht, um sich durchzusetzen im Leben, Kraft, Ehrlichkeit, Autorität und Gefühl. Tja, liebe Zuschauer, was wir heute Abend hier im Studio spielerisch nachprüfen wollen, sind die typischen Eigenschaften des Löwen. Ja, liebe Kandidaten, Sie sind nicht die einzigen Löwen hier. Denn das Publikum, was hier heute Abend im Studio sitzt, das sind alles Löwen, im Tierkreiszeichen des Löwen geboren. Und Löwen beurteilen heute Abend Sie Löwen. Denn dieses Publikum ist unsere Jury. Ich darf Ihnen jetzt gleich noch einen Tipp geben, was ich da so rausgehört habe von der Persona und von der Maske. Ich gebe Ihnen den Tipp als quasi Außenstehender, als Neutraler. Versuchen Sie nicht heute Abend, sich hinter einer Maske zu verbergen. Da werden die sofort sauer und Sie verlieren dabei. Okay? Während des ganzen Abends. Tja, ich werde Sie jetzt in unserem ersten Spiel mit einer Situation konfrontieren, die im Grunde ganz alltäglich ist, denn sie passiert vielen Menschen jetzt in den letzten Tagen. Bitte setzen Sie ein gesundes, richtiges Maß von Gefühl für Autorität und Ehrlichkeit ein. Reagieren Sie ganz persönlich und spontan auf diese Situation. Ja, machen Sie alle mit? Ja. Ja? Gut. Wer ist der Erste? Wer meldet sich zum ersten Spiel? Frau Schneider. Bleiben Sie ruhig sitzen, bitte. Bleiben Sie sitzen. Die anderen setzen jetzt die Kopfhörer auf und drehen sich unseren schönen Sternen zu, die dort hinten zu sehen sind. Und ich hoffe, alle kriegen Musik. Fein. Ursula prüft es. Alles in Ordnung. So, die Situation fängt an, Frau Schneider. Nicht vergessen. Ehrlichkeit, Autorität und Gefühl. Wir sind auf dem Mond. Bitte, jetzt. Mama, Mama, ich bin in der Schule durchgefallen. Ich trau mich nicht nach Haus. Mama, du hast mich doch lieb. Bitte sag was. Natürlich habe ich dich lieb, sehr sogar. Und es ist jetzt dein Problem, damit fertig zu werden, dass du durchgefallen bist. Aber ich will dir gerne dabei helfen, dass es nicht wieder passiert. Gemeinsam schaffen wir das bestimmt. Guten Abend. Wie heißt denn du? Günther. 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 Weißt du, die Erwachsenen haben, genau wie du zugehört, die Erwachsenen haben vielleicht eine andere Reaktion als du. Ich möchte jetzt von dir wissen, wenn das deine Mama wäre, würdest du jetzt nach Hause kommen? Ja, das schon haben gehen. Du, das haben gehen. Das haben gehen. Ja. Gut, danke dir schön, ja. Günther. So einen Sohn hätte ich mir übrigens gewünscht. Ja? Ja, haben Sie ich Kinder? Habe zwei süße Töchter, ja. Gut. Drehen Sie bitte den nächsten. So. Und Herr Burg, Sie haben bestimmt nicht vergessen, was ich gesagt habe, die drei Stichworte. Gefühl, Ehrlichkeit, Autorität. Jetzt geht's los. Papa, du, ich bin in der Schule durchgefallen. Ich traue mich nicht nach Hause. Papa, du hast mich doch lieb. Sag doch was. Das ist ja nicht das Ärgste, wenn du in der Schule durchfällst, finde ich. Es gibt noch viel was Besseres und was Größeres im Leben. Das ist kein Grund, dass man traurig ist. Wenn man bloß wegen der Schule durchfällt. In der Schule durchfällt. Finde ich. Na, guten Abend. Wie heißt denn du? Marion. Marion. Weißt du, dass hier heute Abend noch eine andere Marion ist? Ja, unter den Kandidaten. Ja. Das ist eine Frau Marion Eblin. Sag mal, wenn das dein Papa wäre, ja. Du hast doch genau zugehört, was er gesagt und wie er es gesagt hat. Würdest du jetzt nach Hause gehen? Ja. Ja? Würde ich machen. Schön, gut. Danke dir schön. Nächsten Kandidaten bitte, Ursula. Herr Müller, Sie haben nicht vergessen, was ich gesagt habe, die drei Stichworte für dieses Spiel. Ehrlichkeit, Autorität und Gefühl. Jetzt. Papa,
Du, ich bin in der Schule durchgefallen. Ich traue mich nicht nach Hause. Papa, du hast mich doch lieb. Sag doch was. Ja, liebes Kind, ist nicht so schlimm, denn Papa ist auch schon mal durchgefallen. Und es war wegen Englisch und Französisch und ich glaube, das waren auch deine Schwierigkeiten. Kannst ruhig heimkommen. Wir packen das schon, wir beide, ja? Beim nächsten Mal. Na, Abend, wie heißt denn du? Andrea. Andrea? Schöner Name, Andrea. Andrea, du hast doch genau hingehört, nicht? Und ihn angesehen. Mhm. Wenn das nun dein Papa wäre, wärst du nach Hause gegangen? Ja? Ja. Und du bist noch nicht durchgefallen, nicht? Nein. Nein, nein, möchtest du auch nicht, nicht? Nein. Gut, der Vater kann ruhig mal durchgefallen sein. Ja. Gut, danke schön, Andrea. Nächsten Kandidat. Frau Marion Eblen. Man sagt, hoffe ich, glaube ich, zu einer 18-Jährigen, sagt man heute Frau, nicht? Nein. Nein, sagt man Fräulein? Ja. Gut, dann werde ich vielleicht ab und zu Fräulein und Frau sagen. Ich habe gelernt, dass man vielleicht schon Frau sagt. Also Fräulein, ja. Fräulein Eblen. Die drei Stichworte nicht vergessen, nein? Ehrlichkeit, Autorität und Gefühl. Mhm. So bitte persönlich reagieren jetzt. Mama, Mama, ich bin in der Schule durchgefallen. Ich trau mich nicht nach Haus. Mama, du hast mich doch lieb. Bitte sag was. Klar hab ich dich lieb, aber wieso bist du denn durchgefallen, sag mal? Hast mir nie was gesagt? Lieb haben oder nicht, aber trotzdem musst du mir das vorher sagen. Nicht nach Hause kommen, ich bin durchgefallen. Mein Gott, so geht es doch nicht. Jetzt guck mich doch wenigstens mal an, wenn ich mit dir rede. Deinen Trauerblick brauchst du auch nicht aufsetzen, den kenne ich schon. Dann gehe ich eben mal zum Lehrer hin. Vielleicht kann ich noch was retten. Kennst du deine Mutter, oder? Guck nicht so jetzt. Nachher gehen wir mal ein Eis essen, dann sehen wir weiter. Kann ja nicht nur an dir liegen, oder? Gut. Na, Abend. Wie heißt denn du? Ralf. Ralf. Mhm. Ralf. Natürlich ist Frau Eblen, ich glaube zumindest nicht, oder Fräulein Eblen, habe ich eben festgestellt, ist sie keine Mutter. Aber sie hat sich da ja hineingefühlt. Wenn sie nun deine Mutter wäre, wie würdest du jetzt reagieren? Würdest du nach Hause gehen? Ja, also welchen Eis dafür bekomme ich schon? Oh, du machst Geschäfte. Fabelhaft, okay, danke schön. Danke. Danke an die vier Kandidaten. So, und jetzt? Liebe Jury, ich habe Sie ja eben schon als Jury vorgestellt, liebe Zuschauer. Ja, Sie werden jetzt bitte gleich nach diesem Spiel, wie dann auch nach allen weiteren Spielen, die wir heute Abend noch spielen werden, immer wählen, und zwar einen Favoriten, quasi einen Thronanwärter. Denn beim Löwen handelt es sich ja schließlich um den König der Tiere. Sie sind selber selbstverständlich alle kleine Könige, alles Majestäten. Aber bitte jetzt noch nicht draufdrücken. Ich bitte Sie, weil ich muss noch schnell erklären, zu Hause, dem vor allen Dingen Ihnen zu Hause, jeder hat vor sich ein kleines Kästchen mit vier Druckknöpfen. Vier Druckknöpfe, das heißt natürlich für unsere vier Kandidaten 1, 2, 3, 4. Gut, jetzt bringe ich Ihnen noch mal in Erinnerung, was als Stichwort für das Spiel stand. Und dann dürfen Sie wählen. Aber erst wählen, wenn ich sage, jetzt bitte wählen. Dann haben Sie nämlich 15 Sekunden Zeit, solange eine Musik spielt. Aber worum ging es auf dem Mond? Um Gefühl, um Autorität und um Ehrlichkeit. Jetzt bitte wählen Sie. Und diese Wahl, dieses Ergebnis können wir dann auf dieser Tafel ablesen. Aha, also, Kandidat 1, Klaus Müller, Sie sind im Moment der Thronanwärter. Ja, nun gleich weiter bitte zum nächsten Planeten, der Merkur. Elisabeth, wie steht's damit? Der Planet Merkur steht symbolisch für das Denken und das Entscheiden. Die Denkweise des Löwen ist allumfassend.
Er ist oft, meistens sehr intelligent, kann planen und führen. Sagen wir, er weiß, was er will. Der Löwe will sich selbst und der ganzen Welt jeden Tag beweisen, dass er der Größte ist. Seine Klarheit über die Ziele des Lebens ist verblüffend. Und um diese Ziele zu erreichen, ist er bereit, alles aufs Spiel zu setzen. Dagegen vernachlässigt er oft die Details und die genaue Analyse. Er versucht an sein Glück. Und da er eben sehr stark an sein Glück glaubt, scheint das Glück mitzuspielen. Wenn man einen Löwen so beobachtet, wie er sicher durch das Leben geht und souverän mit seinem Schicksal fertig wird, könnte man denken, dass er glücklicher ist als die anderen Menschen, die unter anderen Tierkreiszeichen gewohnt sind. Aber das stimmt nicht. Das wahre Glück des Löwen liegt vielleicht darin, dass er an sich glaubt und dass er wirklich weiß, was er will. Ich wünschte, ich hätte immer das Glück, immer zu wissen, was ich will. Also, es wäre schön, Löwe zu sein oder zumindest diese Qualität zu haben. Aber ob Sie nun diese Qualität haben, das Glück zu haben, immer zu wissen, was Sie wollen, das werden wir jetzt bei unserem nächsten Spiel feststellen. Schauen Sie, ich habe hier 4.000 Mark. Und jetzt bekommt jeder von Ihnen 1.000 Mark von mir. Herr Müller, Fräulein Eblen, Frau Schneider, das ist doch schön, nicht? 1.000 Mark einfach geschenkt zu kriegen. Herr Burg, gell? So, wenn Sie mir nicht glauben, können Sie auch nachzählen. Vielleicht habe ich mich verzählt, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, beim Bayerischen Rundfunk geht alles korrekt zu. Was machen wir mit den 4.000, beziehungsweise jeder mit den 1.000 Mark? Ich gebe Ihnen 4 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, Sie könnten sich einfach jetzt das Geld einstecken und sagen, herzlichen Dank, war prima, ich habe 1.000 Mark hier. Gut, dann müssten Sie aber unserer Jury und den Zuschauern zu Hause auch erklären, warum Sie so etwas tun. Zweite Möglichkeit. Sie könnten gegen diesen jungen, vertrauensvoll aussehenden Herrn spielen. Und zwar würfeln. Und das zweimal. Sie gegen ihn. Nun nehmen wir mal an, Sie setzen 1.000 Mark beim ersten Mal ein, Sie gewinnen es, lassen den Gewinn stehen, 2.000 beim zweiten Mal, dann hätten Sie doch Ihr Gewinn verdreifacht. Sie hätten 3.000 Mark gewonnen und noch die 1.000, die ich Ihnen sowieso gegeben habe. Also 4.000 Mark, nicht schlecht, ne? Gut. Möglichkeit Nummer 3. Hinter diesem Kasten ist etwas verborgen, was vielleicht mehr als 1.000 Mark wert ist, aber vielleicht auch weniger. Wenn Sie das wissen wollen, brauchen Sie nur diesen Kasten umzudrehen mit meiner Hilfe und dann, was dahinter ist, gehört Ihnen. Allerdings eben kostet das 1.000 Mark. Gut. Und die vierte und letzte Möglichkeit ist ein Bild. Tja, ein Bild, was jetzt noch verdeckt ist, aber ein Bild, was möglicherweise für Sie persönlich wertvoll ist. Sie können es für 1.000 Mark erstehen. Alles verstanden? Die 4 Möglichkeiten? Gut. Wer möchte anfangen? Herr Burg, bitte kommen Sie, die anderen drehen sich um und setzen Ihre Kopfhörer auf. Mit der Hilfe von Ursula. So, kommen Sie nämlich, warten Sie noch einen Moment, bis alle umgedreht sind. Und jetzt, Herr Burg, welche der 4 Möglichkeiten wollen Sie spielen? Na, Fabler, bitte nehmen Sie Platz. So, ich stelle mich darüber. Sehr schön. Was wollen Sie setzen? Na ja, 1.000. 1.000 Mark? Gut. 1.000 hergekommen. Also. Ja, Löwe. Wer soll anfangen? Soll er oder wollen Sie anfangen? Naja, wenn er mich nicht betrügt. Das ist übrigens Herr Runge. Herr Runge, schönen guten Abend. Ja, und das ist Herr Burg. Das ist eine 6. Eine 6. Herr Burg an Ihnen. Und Sie ein Spieler oder drunter? Okay. Genau, das ist ein Spieler. Das ist ein Spieler. No. Nummer 10. Eine 10. Ja. Wir wollen sie zeigen. Eine 10. Gut. Kein Turnier. Moment, Sie dürfen. Ich sage das noch an. Herr Burg, Sie dürfen ja noch mal spielen. Wollen Sie ein zweites Mal spielen? Ja, wenn ich wüsste, dass er 2-1 macht, dann. Ja, das setzen. Wissen wir nicht vorher. Ah, ja. Naja, ich werde es schon noch mal probieren. Muss ich alles setzen? Oder? Nein, Sie setzen, was Sie wollen. Na, no? Probieren wir. 2. Ah, ist das ein Spieler, toll. Ja, 2 dagegen. Ja.
Und in der heutigen Zeit. Wieder er anfangen oder wollen Sie anfangen? Ja, war gut so, ne? Eine 4. Eine 4. Darf ich? Schon? Na, jetzt aber. Ja, da ist Spaß geworden. Das war's. Ja, kommen Sie. Kommen Sie, stellen Sie sich neben mich. Oh, Sie rennen gleich zum Tisch. Dann weiß ich fast schon, was Sie wollen. Was wollen Sie? Spielen. Spielen, gut. Setzen Sie sich bitte hierher und spielen Sie. Was spielen wir denn? So, was ist Ihr Einsatz? Ja, würfeln. Und wer die höhere Zahl hat, gewinnt. Natürlich, oder? Ganz einfach. Was, einen Moment, setzen Sie 1000 Mark ein? Selbstverständlich. Oh, selbstverständlich. Kurz und schmerzlos. Wollen Sie, das ist Herr Runge, wollen Sie mit ihm, wollen Sie, dass er anfängt oder wollen Sie anfangen? Hm. Fang an. Ja, gut. Eine 11. Bist du nicht schlecht, Junge? Nicht schlecht. Also es geht das, nur... Er einen schwarzen Anzug anhat, also ich fliege. Aber das macht nichts. Eine 7. Oh, Herr Müller, herzlichen Dank, denn Sie haben alles verloren. Aber prima. Sie haben gespielt. Fräulein Eblin, kommen Sie zu mir. Rutschen Sie nicht auf diesem Silberparkett aus. Stellen Sie sich bitte neben mich. Fräulein Eblin, und sagen Sie doch jetzt uns allen und mir besonders, was würden Sie gerne tun? Was möchten Sie? Sie haben sie ja gesehen und das, ne? Das versteckt und hier wird gespielt. Was möchten Sie von den 4 Möglichkeiten machen? Ich würde das Bild kaufen. Sie wollen das Bild kaufen? Ja. 1000 Mark. Bitte. Danke. So, dann kommen Sie mal her, stellen Sie sich hier neben mich. So. Na, wie finden Sie sich? Gut getroffen? Ja. Ja? Ja. Schön? Gut. Freuen Sie sich? Ja. Ach, das ist wunderbar. Gut, das gehört natürlich Ihnen für die 1000 Mark. Und Sie bekommen es am Anschluss der Sendung. Ja? Okay. Denn jetzt bleibt es noch hier im Moment. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Wir wollen ja nicht vergessen, es geht auch um die Selbstdarstellung des Löwen, nicht? Gut. Frau Schneider. Yes. Stellen Sie sich neben mich. Ja. Und jetzt bitte sagen Sie uns, welche der 4 Möglichkeiten wollen Sie machen? Ja, von der, was ich nicht weiß, was rauskommt. Das ist dieses. Dieses wollen Sie machen. Gut. Dann warten Sie noch einen Moment. Stellen Sie sich jetzt hier daneben. Einfach hier daneben. Ich bitte um die 1000 Mark. Bitte sehr. Vielen Dank. So, die stecke ich mir ein. Ja. Und jetzt dürfen Sie das, ich mit meiner Hilfe, umdrehen. Drehen Sie es mal um. So, und lassen es offen da. So, und nun schauen Sie mal, was Sie da gewonnen haben. Darf ich Ihnen sagen? Es sind 7 kleine Brillanten. Und die sind mehr wert als 1000, sage ich Ihnen. So, die bekommen Sie selbstverständlich. Passen Sie auf, bleiben Sie noch so schön. Die bekommen Sie selbstverständlich am Anschluss der Sendung, nicht? Denn jetzt möchte ich Sie noch benutzen, falls Zeugen ein anderer Kandidat. Zeugen sind da, nicht? Zeugen sind da, alle haben es gesehen. Ja, und Sie können mir vertrauen. Ja, tue ich auch. Gut, dann gehen Sie doch bitte an Ihren Platz zurück. So, wir können es offen lassen. Das war ja der letzte Kandidat. Jetzt. Darf ich aber ganz schnell, wissen Sie, ich muss Ihnen nämlich sagen, Schützen sind genau solche Spieler wie die Löwen. Herr Runge. 2000 Mark. 2000 Mark, Sie fangen an. 9, Euge. Na gut, eine 9. Warum muss ich nur immer spielen? Na, so. Herr Runge, übrigens bitte nicht vergessen, das Geld gehört dem Bayerischen Rundfunk, ja? Nicht einsteckt. Tja, jetzt haben Sie gesehen, Sie haben ja vorher gehört, um was es ging. Bei diesem Spiel hat der Löwe das Glück, immer zu wissen, was er will. Wer hat es am besten gewusst? Wer ist der Löwe der Löwen? Wählen Sie jetzt bitte. Bärbel Schneider.
Der Kuss scheint was ausgemacht zu haben, oder? Ja, hat mir sehr gefallen, Miss. Ja, mir auch. Liebe Zuschauer, jetzt werden Sie in einer der zartesten Kunstformen die Darstellung der Kraft erleben. In der feurigen Farbe des Sommers wird der Löwe geboren. Er geht sicher und stolz durch das Leben. Er zeigt seine Leidenschaft und seinen Willen zur Macht. Das Ballett der Wiener Staatsoper unter der Leitung von Gerlinde Dill, die übrigens heute Abend hier anwesend ist, denn sie ist auch ein Löwe. Ja, Elisabeth, jetzt zu meinem liebsten Planeten, der schönen Venus. Was gibt's da zu erzählen? Venus steht für Schönheit, Kunst, Vergnügen und Liebe und natürlich auch für Leidenschaft. Der Löwe besitzt eben eine sehr starke, leidenschaftliche Natur. Wollen wir sehen, wie der Löwe mit den verschiedenen Tierkreiszeichen auskommt? Mit einem Widder geht's sehr gut. Sie werden immer planen, gemeinsam planen, ein großes Ding zu drehen. Mit dem Stier zwei kräftige Naturen prallen aneinander, die aktive und die passive Kraft. Das Blut wird fließen, aber durch welche Wonne? Mit einem Zwilling zwei Komplizen. Der Löwe wird sich nie fragen, ob der andere auch ehrlich ist. Er weiß, dass er es mit zwei Personen zu tun hat und wichtig ist für den Löwen nur, dass einer ihn bewundert. Wenn Sie ein Krebs sind, sollten Sie sich einen Löwen mit Mutter- oder Vaterkomplex suchen. Ein Löwe mit einem Löwen, da müssen die beiden eine Bank besitzen für das tägliche Kleingeld. Und wenn die Teller fliegen, wird das Brüllen meilenweit zu hören sein. Manchmal schafft eine zurückhaltende Jungfrau, einen hochmütigen Löwen zu zähmen. Aber sie sind so verschieden. Gemeinsam haben sie allerdings den Perfektionismus. Mit einer Waage wird das ganze Leben Highlife sein. Aber die beiden könnten sogar manchmal vergessen, dass sie zusammengehören.
Mit dem Skorpion wird man nie genau herausfinden, wer wen umgebracht hat. Nämlich, sie werden beide tot sein. Aber welche sexuelle Beziehung? Der Löwe und der Schütze, Erfolg und Prestige ist ihr Leitmotiv. Wenn der eine mein Gott sagt, glaubt der andere immer, er sei gerufen. Ja. Der Steinbock und der Löwe sind so ehrgeizig, dass sie dauernd vergessen, dass es noch etwas anderes gibt als Karriere. Wollen Sie ein perfektes Paar? Ein egozentrischer Löwe und ein selbstloser Wassermann. Aber wehe, wenn die Liebe weg ist. Und mit dem Fisch. Der Fisch sollte nicht so übertreiben mit der Geschichte, dass er, ach, so schwach ist. Denn der Löwe könnte das ausnützen. Aber meistens beschützt er väterlich den sensiblen Fisch. Mit welchem Partner sich der Löwe auch zusammenrauft, keine Liebe kann so aufregend sein, wie sie der Löwe erzählen wird. Also, liebe Zuschauer, Sie müssen zugeben, es ist nicht ganz einfach, das Liebesleben des Löwen am Samstagabend im deutschen Fernsehen darzustellen. Ja, obwohl wir es gerne machen möchten, denn würden, muss ich sagen, wenn das alles stimmt, was die Elisabeth da sagt, es wäre sicher sehr reizvoll. Aber bitte, es geht auf normalem Wege nicht. Nun, was wäre denn, wenn wir das unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen würden? Ja, wir blieben ganz moralisch, nicht? Und dazu haben wir uns was überlegt. Wir haben nämlich ein Privatgemach, ja, also sagen wir mal, ein etwas leicht erotisch aussehendes Gemach gezimmert. Und dort möchte ich unsere Löwenkandidaten hineinschicken. Und dann werden sie uns hoffentlich etwas noch aufregender erzählen, als sie es schon aufregend da drin erleben. Na, machen Sie alle mit? Ja, oh, strahlend, ja, gut. Und wer möchte denn der Erste sein? Sehr schön, bitte. Dann kommen Sie und die anderen setzen die Kopfhörer auf und drehen sich ins Weltall um, bitte. Ursula, schauen, bitte, wir gehen schon mal ganz schnell darüber. Ich freue mich schon. Na, was habe ich gesagt? Sieht das nicht toll aus? Was? Ach, das sind schöne Lippen. Ach, ja, ja, eigentlich ja. Ich würde so gerne jetzt eine Großaufnahme haben. So, Sie haben Ihre Meinung nicht geändert. Sie wollen das erleben und dann uns hinterher erzählen, was Sie erlebt haben. Noch schöner erzählen. Bitte dann hinein. Es wird niemand zuschauen. So, so, ich mache so. Ich stelle mich davor. Es darf natürlich keine Kamera hier zuschauen. Unmöglich. Nicht mal durchs Schlüsselloch dürfen wir hier schauen. Sie muss allein sein und das erleben, was so aufregend ist. Na, 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 auch da oben bitte nicht versuchen, hier reinzugucken, ja? Ja? Nicht? Ja. Sagen Sie mal, wären Sie neugierig zu wissen, was da drin los ist? Sicher so. Ja? Ja? Was stellen Sie sich vor, was in so einem Camp, in so einer Kemenate sein könnte? Na? Sagen Sie mal. Ein nettes Paar. Ein nettes Paar. Und Sie, was glauben Sie? Vielleicht wird sie hübsch hergerichtet. Ja? Das ist ja schon hübsch. Das ist sehr gut, ja. Und Sie? Was? Nettes Paar. Ein nettes Paar, ja. Ein nettes Paar und das Mädchen noch dazu? Wäre ja hochinteressant. Nur ein nettes Paar. Ein schöner Mann? Na, wir werden es gleich... Oh, da kommt sie schon so. Was? Ja? Ja? Bitte nehmen Sie doch erstmal gleich Platz hier auf dem schönen Venusstuhl. So. Und jetzt erzählen Sie bitte unserem Publikum und den Zuschauern zu Hause. Was gibt es Schönes zu erzählen? Tja, erstmal war gar nichts, da war ich schon mal sehr enttäuscht. Ja. Und dann ging die Türe auf, da hinten ist eine kleine Türe. Da kam ein Wahnsinnstyp raus, also ein ganz toller Mann. So wie er mir gefällt, genau ausgesucht. Ja. Und allerdings eine Flasche Sekt im Arm, so billig allerdings. Aber es war immer ein Sekt. Und dann, erst war er etwas schüchtern. Ich meine, ich bin am Anfang einmal etwas schüchtern. Dann hat er mir Sekt eingeschenkt, haben wir einen kleinen Schluck getrunken. Ich darf ja nicht so viel. Mhm. Und dann wurde er zärtlich. Oh. Das heißt, zärtlich ist vielleicht übertrieben, aber zumindest hat er mal Annäherungsversuche gemacht. Aber dann hat er genau das getan, was ich gerne habe. Und das möchte ich nicht erzählen. Nein? Nein. Schön, toll. Dann darf ich Sie jetzt bitten, zurückzugehen, Annäherung. So, und nun, liebe Zuschauer und liebes Publikum, liebe Löwen, jetzt werde ich Ihnen sagen, dass da hinten überhaupt nichts passiert. Gar nichts. Es ist leer.
Und was die wirklich erleben dort drin, das werden wir ihnen dann mit einer versteckten Kamera zeigen. Denn wir können es uns erlauben. Nichts passiert. Ja? Es geht ja nur darum, eine gute Geschichte zu erzählen. So, den nächsten Kandidaten bitte. Ja? Frau Schneider, kommen Sie? Ja, avec plaisir, wie Elisabeth sagen würde. Kommen Sie zu unserem schicken Gemach. Na, gefällt's Ihnen? Ja, sehr schön. Ja. Ja. Gut, dann darf ich Sie jetzt dort reinschicken. Ja. Also, bis nachher. Merci. Oh. Und jetzt bitte zuhören und zusehen. Das Aufregendste in diesem Raum sind Sie. Und Sie werden es auch bleiben, denn es wird hier nichts passieren. Aber kein Mensch soll es merken. Und wenn Sie rausgehen, vergessen Sie bitte nicht, dass Venus nicht nur Erotik ist, sondern auch Geschmack und Harmonie, Kunst und Liebe und Fantasie. Nun geh, mein Löwe. Ja, ja, bitte nehmen Sie doch dort in dem Stuhl Platz. Und jetzt sind schon alle gespannt wie Flitzbogen auf Ihre Erzählung. Diese was aufregenden da drin Sache. Ja. Ja, da war mein Traummann, den habe ich da drin vorgefunden. Und der hat mich ganz spontan in die Arme genommen und geküsst. Und das Schönste war, dass keiner gesehen hat. Dankeschön, Frau Schneider. Bitte gehen Sie zurück. Bitte, für mich. So, zwei Frauen hintereinander, jetzt kommt der erste Mann. Herr Burg. Aus Wien? Aus Wien. Aus Wien. Herr Burg, Sie haben es sich nicht anders überlegt. Sie wollen wirklich jetzt ein Abenteuer hier haben, Aufregung. Dann darf ich Sie gleich dort reinschicken. Mhm. Niemand schaut zu. Ich habe das versprochen gehabt. So. Das Aufregendste in diesem Raum sind Sie. Und Sie werden es auch bleiben, denn hier wird nichts passieren. Aber kein Mensch soll es merken. Und wenn Sie rausgehen, vergessen Sie bitte nicht, dass Venus nicht nur Erotik ist, sondern auch Geschmack und Harmonie, Kunst und Liebe und Fantasie. Nun komm heraus, mein Löwe. Oh, ja. Das ist gestresst, ja? Bitte nehmen Sie doch Platz dort, ja? Mhm. Und so, jetzt erzählen Sie unserem Publikum und den Zuschauern, was für eine aufregende Erzählung haben Sie für uns? Na ja, sie hat mir mit kurz, aber bündig gesagt, dass ich für sie überhaupt das Maximum bin. Ja. Kurz und prägnant, hat sie gesagt. Ja. Und, na ja, recht eine nette war es auf jeden Fall, von der Stimme her. Ne? Mhm. Und man kann sich da schon was Nettes vorstellen. Ja. Ja, ja. Und mir scheint, sie hat sogar gesagt, sie möchte sich unbedingt mit mir da irgendwie treffen oder irgend so etwas. Nicht da drinnen vielleicht, aber... Na ja, und gut, ich habe mir nichts anderes erwartet eigentlich, wie ich reingegangen bin. Ne? Aber das war es dann im Großen und Ganzen. Ich sage nicht mehr, meine Praktiken und so weiter verrate ich Ihnen. Ah, na ja, das ist gut. Dann bitte. Okay. Dankeschön. Herr Müller, kommen Sie zu mir. Und ich glaube nicht, dass Sie Angst haben vor diesem... Gemach, nicht? Nein, habe ich nicht. Nein. Gut, die Aufregung wartet Sie da drin. Erwartet Sie. Bitte kommen Sie schnell. Niemand schaut dahin. So. Das Aufregendste in diesem Raum sind Sie. Und Sie werden es auch bleiben, denn hier wird nichts passieren. Aber kein Mensch soll es merken. Und wenn Sie rausgehen, vergessen Sie bitte nicht, dass Venus nicht nur Erotik ist, sondern auch Geschmack und Harmonie, Kunst und Liebe und Fantasie. Nun komm heraus, mein Löwe. Bitte nehmen Sie doch dort Platz, ja? Ja? Der Schweiß steht Ihnen auf der Stirn. Vollkommen geschafft. Ja? Erzählen Sie jetzt doch bitte uns allen, erzählen Sie, was haben Sie erlebt? Sie haben mich richtig durchschaut, weil ich bin so überrascht gewesen, dass Sie meinen Harem entfliegen haben lassen. Und zwar mit der Air Inshallah. Und hier erwarteten mich drei Damen begleitet mit Schleiern und Tüllgewand. Und das Schönste an dem Ganzen war, sie haben mich sofort erkannt als ihren Pascha. Nein. Ja. Ach, schön. Noch was zu erzählen? Das ist ja toll.
Ich habe Sie anschließend eingeladen und ich werde dann mit Ihnen im Hotel übernachten. Na, bravo, bravo. Gut, dann gehen Sie zurück. Ja, meine Liebe, liebe königliche Jury, Sie wussten, um was es ging. Jetzt also wählen wir denjenigen, der eigentlich die beste Geschichte draus gemacht hat, aus der Nichtaufregung. Bitte wählen Sie jetzt. Es scheint mir, wenn ich es richtig sehe, ich kann es von hier aus nicht so gut sehen, es ist Kandidat 4, Peter Burg. Der heiße Wind des Sommers fegt deine Liebe davon. Der heiße Wind des Sommers könnte aber auch wieder diese Liebe zusammenbringen. Löwenzeit ist halt eine heiße Zeit. Jetzt kommt noch einmal zu uns Alice mit dem Lied Il Vento, der Wind. Mi sta
Ja, ich sehe, sie hat Ihnen gefallen, unsere Alicia aus Italien. Jetzt von der Liebe weg zum Mars, dem kämpferischen Mars. Elisabeth, wie steht es da mit dem Löwen? Der Mars steht für den Willen, wie immer, für die Vitalität und das Kämpfen. Mars im Löwen, da sieht man schon das offene, drohende Maul des Raubtieres. Der Löwe will siegen. Es ist ihm gar nicht so wichtig, wo, wie und wann gekämpft wird. Er will einfach den Sieg für sein Ego. Und dazu ist er, um das zu erreichen, ist er bereit, ungeahnte Kräfte in Bewegung zu setzen. Da er ein Feuerzeichen ist, hat er eine starke instinktive Natur. Er versucht, sie zu beherrschen, aber es gelingt ihm nicht immer, da seine sexuellen Triebe sehr stark sind. Er ist mutig und kann Mut machen. Er kann führen oder selbst in den Kampf ziehen. Wenn man sagt, dass der Löwe napoleonisch ist, dann hat man doch viel gesagt. Napoleon war tatsächlich ein Löwe. Und was für ein Löwe? Man kann sagen, dass die zwei stärksten Worte für dieses fünfte Sternzeichen Ruhm und Sieg sind. Ruhm, Sieg, Triumph. Natürlich denkt man unwillkürlich an Napoleon und an seine berühmten Schlachten. Heute ist das ein bisschen anders. In der modernen Zeit finden die napoleonischen Schlachten am Wochenende auf dem Fußballplatz statt. Klar. Für einen Löwen muss es doch etwas Herrliches sein, seine Kraft, seine Autorität vor Millionen von Menschen zu zeigen, von Millionen von Menschen umjubelt zu werden. Und ob nun Sieg oder Niederlage, immer ist sein Löwenherz dahinter. Ja, liebe Kandidaten, schauen Sie sich jetzt mal die nächste Szene an. Denn, wie gesagt, der Napoleon von heute ist der Trainer einer Fußballmannschaft. So, Freunde, mal ganz ran. Wir brauchen jetzt mal ein anständiges Spiel um den Klassenerhalt. Nicht? Na? Wenn ihr gewinnen könnt ihr sowieso nicht, aber vielleicht mal unentschieden, die Herrschaften. Das wäre doch mal was. Mal unentschieden. Mal ein bisschen 0-0. Nicht extra so ein Ding reinlassen, nicht? Oder? Ach, ihr sitzt da, ihr seid doch keine Fußballmannschaft. Das ist ein Haufen jämmerlicher Bierfilznässer. Das seid ihr. Wenn ich mir überlege, was ihr gekostet habt. Ihr bringt ja nicht mal einen Bruchteil der handelsüblichen Zinsen ein. Schön, schön. Das Einzige, was mich an den deutschen Bundestrainer erinnert, ist Ihr Name und Ihre Länge. Wenn Sie wenigstens die Hälfte Ihrer Länge einmal auf dem Spielplatz zurücklegen würden, ich wäre ein glücklicher Trainer, wissen Sie das? Bolle! Wissen Sie, wie Sie aussehen, wenn Sie dribbeln? Wie eine Feldmaus, die versehentlich eine Badewanne mit dem Kartoffelacker verwechselt hat. Ach, ja, Ludwig. Kommen Sie mal ein bisschen hoch, kommen Sie mal ein bisschen hoch. Bücken Sie sich doch mal, bücken Sie sich doch mal. Ja, das Einzige, was Ihnen rutscht, ist die Hose. Jawohl, lieber Freund. Aber Sie haben recht. Das Einzige, was dem Gegner Angst einjagen wird, ist Ihr bloßer Hintern. Weiter nichts, Ludwig. Wir haben hier keine Festspiele, die sind in Salzburg. Sie werden auch nicht in Jedermann spielen, Sie sind eine Fehlbesetzung. Merken Sie sich das mal, lieber Freund. Irgendeiner muss euch weisgemacht haben, dass Fußball ein Spiel ist, was sich gegen den Trainer richtet. Mitnichten. Der Gegner ist auf dem Spielfeld zu suchen, nicht auf der Trainerbank. Jeder Verteidigungsminister der Welt wäre froh, wenn er auf der Suche nach Tradition eine derartig verlauste Truppe sehen würde. Ja, liebe Freunde. Müller, wissen Sie überhaupt, dass Sie einen Leck haben? Jawohl. Sie verlieren während der Spielzeit immer Treibstoff. Ja. Sie sind ja überhaupt keine Mannschaft. Sie sind ein Haufen verkleideter Nashörner. Und wie ich euch kenne, werdet ihr versuchen, das in der ersten Halbzeit auch noch den Zuschauern klarzumachen. Das Spiel fängt an. Los, raus, einlaufen. Aber marsch, marsch, bisschen hopp. Was ist denn das hier? Man sieht sich mal an, den bloßen Hintern da. Das soll doch ein Das ist unglaublich überhaupt. Thank you.
ist fantastisch, mein Freund. Lasst euch noch von so einem ledierten Löwen ein Tor zu guter Letzt. Nein, meinen zusammengebrochenen Eindruck wie der Bayer, wie der Staatshaushalt nach den letzten Sparmaßnahmen. Nein. Mit der Truppe kann man nichts anfangen, Herr Buchholz. Ich bin zwar nur ein Löwe, aber Sie sind ein Spielleiter. Ich muss Ihnen sagen, ich selber gefeuert werde, dann werde ich mich selber entlassen. Das ist mir lieber. Ja. Mit der Truppe kann man keine zweite Halbzeit mehr spielen. Als Präsident und Schütze muss ich Ihnen sagen, sonst hätte ich Sie abschießen müssen, lieber Jürgen Scheller. Sie sind wahrscheinlich ein guter Kabarettist, aber ein schlechter und lausiger Trainer. So, ja, das meinen Sie? Sie haben alles versucht, aber bitte. Sie haben vorhin behauptet, ich wäre ein moderner Napoleon. Ja, ich ziehe mich gekränkt in den Invaliden da oben zurück. Danke, Jürgen. Jetzt muss einfach auf die Bank. Das ist eine Katastrophe. Mit diesem Sauhaufen muss ich nur was anfangen. Tja, ja, absolut. Ich meine, schaut euch doch mal an. 1:0 liegen wir im Rückstand. Kandidaten, Sie haben gesehen, ich musste jetzt meinen Trainer entlassen, beziehungsweise er hat sich selber entlassen. Aber ich brauche natürlich einen neuen Trainer. Wir sind in der Pause, es gibt noch eine Halbzeit. Bitte, wollen Sie mitspielen? Ja? Wer möchte der Erste sein? Kandidat 1, Herr Müller, kommen Sie doch bitte schnell zu mir. Ich brauche jetzt Ihren Rat, Ihre Hilfe von allen Vieren. Die anderen drehen sich bitte um und setzen die Kopfhörer auf. Schauen Sie nicht. Ja. Herr Müller, Sie sind jetzt mein Trainer. Sie müssen diese Mannschaft wieder auf Vordermann bringen. Motivieren Sie sich, sagen Sie, machen Sie, was Sie wollen. Die letzten Worte vor der Schlacht, aber Sie können tun und lassen und sagen, was Sie wollen. Und los geht's. Jungs, auf geht's, komm, die Seite benannte. Furchtbar, wo ist der Torwart, wo ist der Torwart? Du glaubst wohl, du bist der Sepp Maier, ja? Hinter dem Tor immer die Enten fangen, was? Die Enten? Du bist der aber nicht, deine Dauerwellen hast du auch schon so gemacht. Und du, Dicker, mit deinem Brauereigeschwür da vorne, ich sag dir, du, wenn das nicht bis morgen weg ist, du, wenn das nicht weg ist, du, dann marschier ich dir als eigenhändig weg, ja? Und du, mit deiner Pubertätsbrille hier, du kannst zur APO gehen, oder was? Ja, aber nicht Fußball spielen. Da hinten her seid ihr alle wieder da und wollt ihr Geld kassieren, oder was? Danke. Bitte gehen Sie zurück. Das war unser erster Trainer. Nun, wenn es das auch noch nicht gibt, aber wir versuchen es mal, wir wollen mal sehen. Bitte, Marion Eblen, kommen Sie zu mir. Ich habe gesagt, Sie müssen jetzt den Trainer übernehmen, den Trainerplatz. Sie können jetzt die mit den letzten Worten vor der Schlacht noch aufmöbeln, denn die müssen gewinnen heute Abend. Sie können aber auch tun und lassen, was Sie wollen. Ja? Bitte motivieren Sie mir die.
denn das hier für ein Sauhaufen? Oh, vergiss es. Jetzt hört mal zu, so geht's ja echt nicht. Ihr seid ja so Schlaffschwänze, also hört mal zu. Steht mal auf, du stehst jetzt mal gleich auf, ja? Jetzt passt mal gut auf, ihr seid überhaupt nicht so schlecht, wie ihr ausseht. Es gibt sich alles mit der Zeit. Machen wir es jetzt so, ihr spielt jetzt schön, ich stelle mich hin, ja? Und ich schreie wie Wahnsinn, ich müsst euch bloß vorstellen, wie war? Was? Und ihr guckt... Ja, und ihr guckt mich an und dann läuft die Sache, das muss laufen. Ja, hey, das packen wir schon, ja? Also, los, steh mal auf. Jetzt, was ist denn los, hey? Aber Moment, der ist schon aufgehauen worden. Hey, jetzt los, hey, los, auf. Dankeschön, danke. Der nächste Kandidat, bitte. Frau Schneider, Sie wissen, um was es geht. Wir haben noch eine Halbzeit zu spielen. Sie sind jetzt meine Trainerin. Bitte treten Sie neben mich und motivieren Sie mir diesen Haufen, denn die müssen gewinnen. Letzten berühmten Worte vor der Schlacht, aber Sie dürfen auch alles sagen und alles tun, was Sie wollen. Bloß, die müssen gewinnen. Noch eine Halbzeit müssen Sie spielen. Ja, und gewinnen. Ja, also, Boys, hört zu. Jetzt kickt sie drauf los, fault, nur wenn es der Schiedsrichter nicht sieht und ich nicht, gell? Dass das gut lacht. Und hinterher denkt sie an ihre Frauen und ihre Freundinnen in der Küche zum Zuchmann. Naja, hinterher, natürlich im Schlafzimmer, nicht? Und da gehen wir anschließend in die Disco und da machen wir richtig locker wieder vom Hocker. Ja, ma, Kondition ist alles. Na, ihr wollt denn was sitzen? Ja, so schön. Ja, da kommt sie hinten nach, wenn ihr sitzen wollt. Danke, Frau Schneider. Gehen Sie wieder zurück an Ihren Platz. Ach, Herr Burg, Sie sehen ja, wie schlimm die aussehen. Aber ich will, dass die gewinnen, sonst steigen wir ab. Verstehen Sie? Ja. Und wir wollen doch wieder nicht in der Liga spielen. Darf ich Platz jetzt nehmen? Nein, wie Sie wollen. Ich will Ihnen sagen, Sie müssen mir die jetzt gleich so motivieren, dass die dann gewinnen in der zweiten Halbzeit. Okay? Warten Sie, jetzt geht's los. Sie können machen und tun, was Sie wollen. Okay? Haut's mal die Nerven nicht weg. Eins ist leicht zum Auffüllen. Normalerweise bei euch. Bei euch weiß ich es nicht. Das stich ich da eh, ja. Aber ist ja wurscht. Du schaust mir auf keinen Fall aus wie ein Kicker, du schaust aus wie ein. Schaust mir aus wie ein Dressman. Aber für Pferdedecken ist ja wurscht. Ne? Was ist mit dir, bitte? Aufgekommen, oder wie? Na gut, darfst nicht kicken. Darfst normal nicht Fußball spielen, musst Schach spielen. Aber oder Briefmarken sammeln. Meine Herren, nichtsdestoweniger, wascht euch, riecht euch her, rasiert euch, du schaust mir ganz gut aus, ob du kicken kannst, weiß ich nicht. Aber vielen Dank, Herr Burg. Nehmen Sie wieder Platz. So. Und ich hoffe, dass ihr jetzt so motiviert seid, dass ihr rausgeht und noch gewinnt für mich. Wir wollen nicht absteigen. Und bitte herzlichen Dank für jetzt, aber raus. Kickt, 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 was das Zeug hält. So. Liebe königliche Jury, Sie haben viele oder vielleicht alle sogar eine Fußballmannschaft, die Ihre Lieblingsmannschaft ist. Wenn die nun ohne Trainer wäre, welchen von meinen vier Kandidaten würden Sie jetzt als Trainer engagieren? Wählen Sie jetzt! Was ist denn Jupiter? Oh Gott, ja. Klaus Müller, Kandidat Nummer 1. Ich hoffe, dass ich einen Vertrag bekomme. Ja, als Trainer? Ja, gut. Ja, wir können es ja versuchen. Ja, Elisabeth. Ihr Planet. Mein Heimatplanet. Bitte, da bin ich sehr gespannt. Was hat es da mit dem Löwen auf sich? Also der Jupiter. Nämlich, jedermann weiß das nicht, dass das ihr Nein, Planet ist. Der Jupiter, ja. Wie für alle Sternzeichen ist Jupiter das Symbol des Erfolges. Und für den Löwen heißt das persönlicher Erfolg. Er strebt immer nach dem Rampenlicht. Und es ist tatsächlich das Zeichen des Spektakels. Cécile B. DeMille, Robert Redford, Alfred Hitchcock oder Mike Jagger beweisen das. Oder in Deutschland Hans-Lore Elsner, Grit Böttcher, Helen Vita, Walter Giller und viele andere. Löwen findet man oft an der Spitze der Politik, der Wirtschaft und der Presse. Fidel Castro, Beginn, Henry Ford zum Beispiel. Ob Mann oder Frau, der Löwe wird nie die Jagd nach Erfolg aufgeben, bis ins hohe Alter.
Die faszinierende Coco Chanel zum Beispiel, bei der ich das Glück hatte zu arbeiten. Oder die Tilla Derieux. Mata Hari, die berühmte Tänzerin und Spionin, sagte vor ihrer Hinrichtung, auch wenn ich nicht glücklich war, hatte ich ein schönes, erfolgreiches Leben. Ja, ich wusste bis vor wenigen Tagen nicht, wann er Geburtstag hat. Aber ich kenne ihn schon lange und als ich ihn kennenlernte, habe ich sofort gesehen, es muss ein Löwe sein. Er ist die personifizierte Darstellung des Löwen. Und er kommt heute Abend als einer meiner Gäste auch zu uns in einer Löwenrolle. Und so wie wir ihn heute Abend hier sehen werden, so sieht man ihn nicht sehr häufig am deutschen Fernsehen. Eine Szene aus der Oper Boris Godunow von Mussorgsky, in der der Zar erfährt, dass der Zarewitsch, der Prinz, den er hat ermorden lassen wollen, noch lebt. Der Zar wird wahnsinnig. Die Rolle des Zaren gesungen in Originalsprache von Ivan Rebrov. Сердце ядом так тяжко, тяжко станет, что молотом стучись в ушах, кором и проклятом, и душит что-то, и душит, и голова кружится, в глазах дитя окровавленное. Вон, вон там. Что это? Там, в углу. Колечца растет. Ближется. Прожить и станет. Шур, шур. Не я твой лиходей. Шур, шур, дитя. Не я! Не я! Воля народа! Чур! Чур! Дитя! Господи, ты не хочешь смерти грешника, помилуй душу преступного царя Бориса.
Was habe ich gesagt? Ein Löwe. Komm mit mir. Du darfst dich in den Thron dann setzen. Ach, das finde ich aber sensationell, dass du mir diesen Thron nachher gewonnen hast. Nicht? Wir hatten heute Nachmittag eine kleine Einweisungsprobe. Ja. Da stand ja so ein kleines Hockerchen aus Plastik. Und da habe ich gesagt, ein Löwe setzt sich doch nicht auf einen solchen Hocker. Dann setzt sich jetzt hin. Sitzt, ein Löwe sitzt nicht. Ein Der Löwe thront. Thront. Das ist dein Vielen Thron. Vielen Dank für den Thron. Bitte. Ja. Bonjour. Oh, bonjour, Elisabeth. Excuse-moi. Ich habe Sie in den Violon sur le Toit gesehen. Ah, merci. Ja. Ivan, die Elisabeth hat eine kleine Überraschung für dich vor. Und zwar, sie wird dir ein bisschen über dich, deine Eigenschaften, deinen Charakter erzählen und vielleicht, wenn wir Glück haben, auch noch ein bisschen über deine Zukunft. Aha, ja, Elisabeth. Ja, eigentlich möchte ich den Zuschauern vielleicht etwas erklären zuerst, dass das, was hier steht, eigentlich nichts mit einem magischen Zirkel zu tun hat, sondern eher mit der Zeichnung der Schaltkreise in der Gebrauchsanweisung eines modernen Gerätes. Was Ihnen als Runenzeichen oder Hieroglyphen erscheint, sind nichts anderes als die astronomischen Stellungen der Planeten an Ivan Rebrovs Geburt, an Ihrer Geburt. Können Sie sich erkennen? Ja, ja, ganz deutlich. Ne? Wenn man Astrologie gelernt hat, dann kann man aus dieser Zeichnung alle Aussagen machen, eines Horoskopes ableiten, meine ich. So wie der Techniker aus dem Wirrwarr, der von Linien genau versteht, wie das Gerät funktioniert, so kann der Astrologe aus dieser Zeichnung über den Charakter, über die Gefühle, das Leben des Menschen vieles lesen. Dazu braucht er auch ein bisschen Intuition, aber der Arzt braucht sie auch. No. Ivan Rebrov zum Beispiel. Sie haben die Sonne im Löwen, wie alle Löwen. Aber was hat sie zum Ivan Rebrov gemacht? Die Stellung der 9 anderen Planeten, die bei jedem Löwen verschieden verteilt sind im Tierkreis. Sehen wir mal nach. Zum Beispiel der Mars ist im Aszendenten bei Ihnen in der Jungfrau. Wussten Sie das? Aber Sie haben die Zurückhaltung der Jungfrau nicht. Weil wegen eben diesem aufgehenden, wegen dieses aufgehenden Mars. Deutsch ist so schwer. Das haben meistens die großen Sportler. Von den Statistiken aus. Waren Sie einmal Sportler? Eigentlich nicht sehr. Für mich war Singen immer ein enormer Sport. Wenn man das so sehen will, bin ich also doch ein Eben, Sportler. Eben, das wollte ich genau sagen. Aber nämlich, Sie haben auch die Venus, die für künstlerische Qualität und Sinn für Harmonie steht, zusammen mit Pluto im Krebs. Das haben viele Sänger, wie Barbara Streisand zum Beispiel. Und die Venus hat in der Astrologie etwas zu tun mit der Halsmuskeln. Und da kann man so, das kann man so zusammenfassen, Sie sind ein Löwe, der mit viel Sinn und Harmonie seinen Erfolg in der sportlichen Benutzung seiner Halsmuskeln sucht. So oh, das hat sie aber wunderschön hingedreht. Das finde ich sensationell. Nein, es ist so. Das ja, es ist wirklich. So en raison, wie sagt man, so darf ich ein bisschen tiefer gehen? Zum Singen gehört natürlich also eine enorme Stütze. Und das Eigentliche zum Singen, was an Kraft und an Mars-Löwenkraft. Besonders bei Ihnen. Herr Volkamp, das muss vom Atem von hier unten kommen, ne? Besonders bei Ihnen ein Athlet. Auch wenn ich nicht Ihren Namen gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich auf einen Sänger gekommen. Aber sicher ist Ihr Erfolg im Showbusiness geschrieben in Ihrem Sternbild. Das ist die schöne Sonne-Jupiter-Konjunktion im Löwen eben. Und Jupiter ist Erfolg und speziell im Löwen ist das für Spektakel sehr gut. Mit der Beziehung zum Partner steht es etwas schlechter als mit der Beziehung zum Gesang. Venus und Mond sind nicht harmonisch. Haben Sie ein Problem mit Ihrer Mutter gehabt? Wird das der Löwe gestehen? Nein, nicht mit der Mutter, möglicherweise mit dem Vater. Mit der Mutter war es an sich ein sehr, ohne einen Ödipus-Komplex ansprechen zu wollen, mit der Mutter war es ein hinreißendes Verhältnis. Und mit dem Vater, da war es ein bisschen gestört. Und da war, als ich 8, 9 war, da gab es so eine kleine Kontroverse, die mich bisschen nicht geschockt hat, aber die in meinem Leben doch einen sehr bedeutenden Platz eingenommen hat. Aber ich bin sehr gut darüber hinweggekommen, denn ich habe mich auf die Sonne konzentriert und auf den Jupiter und bin an sich, habe ich nie den enormen Optimismus verloren, der ja einen Löwen eigentlich auszeichnet, ein Gefühl der Stärke. Oder, vielleicht haben Sie doch die Mutter zu lieb gehabt und dann haben Sie vielleicht deswegen den Vater ein bisschen gehasst. Mag sein, ich merkte es nachher, das ist ganz komisch, als meine Mutter starb, bekam ich, was mir nie mehr passiert ist, das war eine plötzliche Mitteilung, die man mir machte. Da bekam ich so irrsinnige Zahnschmerzen. Ich habe einen
fantastisch gesundes Gebiss. Mhm. Aber sämtliche Wurzeln, sämtliche Nerven taten mir weh. Und ich konnte also eine halbe Stunde nicht sprechen, nichts machen. Also irgendwie hat mich das doch nervlich und ganz unterbewusst eigentlich. Das ist lustig, so stark, das ist so stark emotionell berührt. Mhm. Können Sie sagen, Trauma? Ob die Zähne nur es in Ordnung bleiben lustig, oder nicht? Wie? Für die Zukunft. Die ich habe das nicht gesehen. Gibt es irgendwas für die Zukunft schnell noch zu sagen? Über die Zähne? Über die Zähne, über ja. irgendwas. Nein, nein, aber ich bin noch lange wissen. Nicht fertig. Das müssen wir allerdings, aber Sie sind ein Elisabeth, sehr, weil es ist keine Talkshow. Ich hatte gehofft, dass wir auch noch über die Zukunft wissen, aber deine Zähne sind in Ordnung. Ich darf Ihnen allen verraten, er hat gestern Geburtstag gehabt. Ivan, nein, ich ist das richtig? Nichts gesagt, Horst, und ich ja, ich schon, ja. Ich will, war ein schöner Geburtstag? Ich weiß, wir müssen uns schrecklich beeilen. Natürlich. Aber bevor ich zum Geburtstag komme, lass mich noch ein bisschen was über die Zukunft. Unmöglich, leider. Ich hätte es so gern getan. Wir haben nur 90 Minuten auch Zeit. Gut, dass ihr trefft euch hinterher. Höre. Hinterher wir gratulieren dir. Wie alt bist du geworden? Ich darf es sagen, ich muss meine Worte jetzt also sehr schnell zusammennehmen, um es flüssig zu sagen. Also dann nur das Alter. 50 geworden. 50 ist ein Paket, mit dem man schon zufrieden sein kann. Ein halbes Jahrhundert. Man kann es abhaken. Nach Fokus kommt, sein Geschenk, so ein ist. Ivan, wir bringen dir jetzt ein Geburtstagsständchen. Du bist uns heute Abend klassisch gekommen, aber wir kommen dir jetzt sehr populär, darf ich sagen, wirklich sehr, sehr populär, denn es ist ein Song, der als der populärste Song überhaupt in Deutschland gewählt worden ist. Es sind die Capri-Fischer, kennst du das? Ja, ein Löwe nimmt nicht gerne zur Kenntnis, dass eine Sonne im Meer versinkt. Nein. Ein Löwe nimmt eine steigende Sonne viel lieber. Wenn du es mal gehört hast. Ja. So, Ivan, hast du es wahrscheinlich noch nie gehört, wie es jetzt gesungen wird von einem anderen Löwen. Wenn die Sonne bei Capri ins Meer versinkt, es singt jetzt Ingrid Carven. Bitte, Ingrid. Capri, die rote Sonne ins Meer versinkt und am Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt. Ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus und sie legen natürlich in weitem Bogen die Netze aus. Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fischer kennt. Und von Boot zu Boot erklingt das alte Lied. Hör von fern, wie es klingt. Bella, 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 Marie, bleib mir treu, ich komm zurück morgen früh. Bella, 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 Marie, vergiss mich nie. Sieh der Lichterschein draußen auf dem Meer. Ruhelos und klein, was mag das sein, was ihr da spät nachts zum Meer? Weißt du, was da fährt, was die Flut durchquert? Ungezielte Fische, deren Lied von fern man hört. Wenn bei Capri die rote Sonne ins Meer versinkt und am Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus und sie legen in weitem Bogen die Netze aus. Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fischer kennt. Und von Boot zu Boot erklingt das alte Lied.
Schnee. Vergiss mich nicht. Ah! Ingrid, bleib hier bitte. Komm doch herunter, Ingrid. Ingrid? So, du darfst dieses Pfötchen in die Tatze legen. Ich bedanke mich. Ich wusste erstens nicht, dass du ein Löwe bist. Ja. Und zweitens habe ich eine so eigenwillige und löwenhafte Interpretation noch nie gehört. Nein. Ich vielen danke herzlichen dir. Dank. Ingrid, das letzte Mal haben wir uns in Paris gesehen. Ja. Und jetzt, was machst du denn in Deutschland? Ich mache gerade, jetzt mache ich ein bisschen Werbung. Ich mache eine Platte und zwar Edith Piaf in Deutsch. Na wunderbar, wir freuen uns darauf und vielleicht macht ihr mal ein Lied zusammen. Es müssen ja nicht die Capri-Fischer sein. Vielen Dank, das nächste Mal. Wiedersehen. Elisabeth, unser letzter Planet, der Saturn. Was ich bin hat eine denn frustrierte mit Elisabeth, nämlich ich hatte so viel zu sagen. Ja, zu, das ist auch ein frustrierender Planet, glaube ich, nicht? Ja. Saturn, ja. Ja. Erzählen Sie doch. Der Saturn ist der Sandkorn im Lebenslauf. Das Sandkorn, Saturn. Sein Einfluss bringt Hindernisse und Prüfungen. Erinnern Sie sich an die Geschichte von Josua. Sonne, halt an, sagte Josua zur Sonne und die Sonne stand mitten im Himmel still. Josua war sicher Löwe. Denn wer kann mehr den Sonnenuntergang befürchten als ein Sonnenkind? Saturn ist der Sonnenuntergang des Löwen. Ob bei der Arbeit, in einer Ehe oder in der Gesellschaft, wenn Saturnzeit kommt, muss er Einfachheit, Vorsicht und Diplomatie zeigen. Das ist die Falle des Saturn. Das ganze Leben lang, wie Josua, wird er versuchen, die strahlende Kraft seiner Sonne in eine ewige Mittagszeit festzuhalten. Liebe Kandidaten, Saturnzeit, letztes Spiel. Und bei diesem Spiel möchte ich Sie bitten, alle vier die Kopfhörer aufzusetzen und sich umzudrehen. Alle vier diesmal. So. Ursula? Haben alle die Kopfhörer auf? Ja? Gut. Verehrte Jury, was wir jetzt hinter dem Rücken unserer Kandidaten machen werden, ist ganz einfach Folgendes. Wir wählen jetzt nicht mehr den Favoriten, nicht mehr den Thronanwärter, sondern wir wählen jetzt den Sieger des Abends. Bitte, Sie haben ja die Kandidaten gesehen, Sie haben alle Spiele gesehen. Wählen Sie jetzt den König der Könige. Jetzt. Also, es ist Klaus Müller. Und jetzt verhängen wir das Ergebnis. Wir verhängen die Tafel. Bitte den Vorhang runter. Und nun noch mal bitte die gesamte Aufmerksamkeit von Ihnen. Denn ich werde jetzt unseren vier Kandidaten noch mal eine Chance geben zu einer Aussage, zu einer Art Selbstdarstellung. Und ich bitte Sie, jeder von Ihnen, schauen Sie sich den an, genau dem Sie eben Ihre Stimme gegeben haben. So, genau hinschauen. Kandidat 1, Herr Müller. Kandidat 2, Fräulein Eblen. Kandidat 3, Frau Schneider. Und Kandidat 4, Herr Burg. Naja, ich kann mir vorstellen, Sie haben sich jetzt gewundert, was ist denn da los hinter unserem Rücken? Sonst normalerweise muss doch einer immer, nur drei andere drehen sich um. Also, ich darf Ihnen sagen, Sie wissen doch ganz genau, es kann am Abend in dieser Sendung eben nur einen Sieger geben, richtig? Also, was wir gemacht haben hinter Ihrem Rücken, ist, wir haben den Sieger schon ermittelt. Wer jetzt glaubt, und das ist die Saturnprobe, wer von Ihnen glaubt, der Sieger des Abends zu sein, möge bitte aufstehen. Moment mal. Hier habe ich vier Löwen. Ich dachte, jetzt springen alle vier Löwen hoch und sagen, ich bin's, schlagen Sie auf die Brust.
drei bleiben sitzen. Ja, also dann muss ich sagen, das verstehe ich eigentlich nicht. Ich bin früher sitzen geblieben. Sie sind früher, das haben Sie vorhin gesagt, ja. Dann möchte ich jetzt wissen, warum glauben Sie, Sie sind der Sieger? Warum? Weil ich nicht mit der Meute geheult habe oder gebrüllt habe. So, und Sie, Fräulein Eblen, warum glauben Sie, Sie sind nicht die Siegerin? Spürt man sowas? Das spürt man. Ja. Und Sie, Frau Schneider? Erstens bin ich kein Bayer, nicht? Das sind ja lauter Lokalpatrioten ja. da. Ja. aber ich mag euch trotzdem. und zweitens, er hat es wirklich klasse gebracht. Ein Mann versteht mehr vom Fußball. Ja. Ich bin leider nicht sitzen geblieben, nicht wie er, sowas konnte ich nicht bringen. Und ich gönn's ihm von Herzen, ich habe 7 Brillanten gewonnen, was gibt's da mehr? Ja. Naja, gut, ich meine, das Ergebnis ist ja verdeckt. Wir wissen, Sie wissen nun nicht, wer der wirkliche Sieger ist. Also, Herr Burg, warum? Und ich hätte gehofft, dass ich der Sieger bin, aber falls ich es nicht bin, um mich nicht zu blamieren, bin ich sitzen geblieben. Ah. Liebe Jury, liebe Zuschauer, Sie haben gesehen, wir haben noch mal eine Chance zu einer Selbstdarstellung gegeben. Und jetzt darf ich sagen, dass der wirkliche Sieger sich noch einmal erheben möge, denn es ist, und machen Sie jetzt bitte auf, das dort hinten, und zeigen Sie es, ja, es ist Klaus Müller. Ja. Herzlichen Glückwunsch, kommen Sie bitte herunter, kommen Sie doch bitte alle mit. So, gratulieren Sie, wenn Sie wollen. Und Sie, Herr Müller, setzen Sie sich in meinen kleinen Thron und drehen sich um. So, zum Publikum. Nehmen Sie bitte Platz. Ein bescheidener Thron für einen Löwengewinner. Und Dankeschön, Ursula. Und hier ist auch schon der erste Preis. Sie haben für zwei Personen einen Flug und einen Aufenthalt in dem Land gewonnen, in dem Land, wo die Löwen herkommen. Was ist das? Kalifornien. Afrika. Afrika ist der Kontinent, aber gut, das Land ist Kenia. War schön. Gut. Kommen Sie doch zu mir rüber hier. Nun, Sie gehen auch nicht leer aus. Wir bilden jetzt den Hofstaat für Ihnen, ja, nicht? Ja. Sie gehen auch nicht leer aus, denn ich gebe Ihnen jedem ein persönliches Geschenk, das Sie an den heutigen Abend erinnern soll. Es ist eine lithografische Darstellung des Löwen und eine ziemlich hübsche, wie ich meine. Ich hoffe, Sie freuen sich darüber. So, bitte, darf ich Ihnen das geben? Sie? So, und die Damen bekommen selbstverständlich auch noch Blumen. Mhm. Einmal, darf ich das gleich hier rüber gehen? Und zweimal, Frau Schneider. Ja. So. Und jetzt natürlich noch Blumen auch für unsere Elisabeth. Elisabeth. So, die bekommen Sie erst, wenn Sie was noch getan haben. Mhm. Nicht? Nicht? Gage vom Bayerischen Rundfunk kriegt man, wenn man was tut. Und von mir kriegen Sie Blumen, wenn Sie das Letzte noch für mich tun. Ich weiß nicht, ob ich sie nehme, von Ihnen. Liebe Zuschauer, in der letzten Sendung habe ich Sie gefragt, glauben Sie an Astrologie? Ja. Nun sehen Sie, es sind über 30.000 Antworten eingegangen und hier sehen Sie die schöne Bescherung. Und von diesen 30.000 sind nur 1.268 mit Nein beantwortet worden. Das ist doch sehr schön für die Astrologie eigentlich, nicht, Elisabeth? Sehr ermunternd, ja. Wir hatten 30 persönliche Horoskope für 30 Gewinner versprochen. Und diese 30 Horoskope sind unter Rechtsaufsicht jetzt während der Sendung ausgelost worden und werden in Österreich zum Beispiel jetzt gleich am Anschluss der Sendung bekannt gegeben, falls es eventuell Gewinner aus Österreich gibt. Und für Deutschland werden diese Gewinner nach den Lottozahlen bekannt gegeben. Aber jetzt, der erste Preis war ein Besuch in Paris und verbunden damit ein Besuch bei Elisabeth Tessier. Und Elisabeth, jetzt darf ich Sie bitten, Sie dürfen sich Ihren Gast selber aussuchen. Greifen Sie hinein ins volle Leben. Elisabeth, zu schwer. Na, ja. Bitte lesen Sie ihn vor. Wer ist es? Irma Pohl.
Also das kann ich fast nicht lesen. Blöcke, was? Es ist so. Ich kann es nicht lesen, ich habe keine Brille dabei. Und eine lange Arm. Blöcke 65, 2000, Hamburg 74. 74. Eins mehr. Ja. Sie behalten es jetzt erstmal. Ich freue mich. Ich freue mich, wenn Irma Pohl mich besuchen kommt nach Paris. Ja. So. Vielen Dank. Und jetzt dürfen Sie die... Nein, nicht. Einen Moment, jetzt muss ich gucken. Jetzt bin ich derzeit. Ja, Irma Pohl. Behalten Sie es, Elisabeth. Nicht verlieren. Hab ich jetzt die Blumen? Ja, jetzt kriegen Sie die Blumen. Und herzlichen Dank für den Abend. Dankeschön. Danke. Einen ebenso herzlichen Glückwunsch natürlich auch von mir. Gute Reise und viel Vergnügen in Paris. Herzlichen Dank nochmal an Elisabeth und an die Kandidaten und an Sie hier, die Sie so schön mitgespielt haben, die Jury, die Löwenjury. Und vielen Dank auch zu Hause an Sie, liebe Zuschauer. Wir sehen uns hoffentlich wieder am 3. Oktober, wenn es dann um die Waage geht. Also bis dahin, auf Wiedersehen.